Hallo, ich zeige dir heute, wie du einen flexiblen Maschenanschlag für feste Maschen machen kannst. Wie du weißt, macht man bei den meisten Anschlägen eine Luftmaschenkette so lang, wie das Stück sein soll, und dann in der Rückreihe die Maschen, die du brauchst. Und ich zeige dir das hier für die festen Maschen, wie du anschlägst und gleichzeitig beim Anschlagen von Anfang bis Ende feste Maschen häkelst. So, inzwischen habe ich eine Luftmasche auf die Nadel genommen. Ich habe dickes Garn genommen, damit es gut zu sehen ist. Und wie immer will es gleich am Anfang vor der Kamera nicht so. Ich brauche zwei Luftmaschen. Dann steche ich in die erste Luftmasche ein, hole den Faden. Und jetzt würde man denken, würde ich eine feste Masche machen. Tue ich aber nicht, sondern ich hole die Schlinge erstmal nur durch eine Schlinge auf der Nadel und jetzt durch zwei, wie bei der festen Masche. Hier am Anfang, diesen Faden ziehe ich etwas herum, dann drehe ich die Arbeit nur, damit du erkennen kannst, dass ich hier wieder einsteche. Also da, wo ich diese extra Luftmasche gearbeitet habe, einstechen, und hinten dran liegt noch ein Maschenglied. Das muss unbedingt mitgenommen werden, weil sonst Löcher entstehen. Ich hole den Faden durch, dann hole ich ihn durch eine Schlinge, also das wird eine extra Luftmasche, und dann durch zwei. So, immer ein bisschen die Arbeit drehen, in diese extra gearbeitete Luftmasche einstechen, einmal den Faden durch eine Schlinge und durch zwei. Und so kannst du besonders bei sehr langen Stücken, wenn du eine breite Decke häkelst oder so, hast du gleich von Anfang an die passende Stückzahl an Maschen. So, hier noch einmal in diese Masche, die zwei Maschenglieder dieser extra gehäkelten Luftmasche einstechen, den Faden einmal holen, dann einmal durch die erste Schlinge und ein weiteres Mal den Faden holen, dann durch zwei. Und so machst du immer weiter, bis du ein langes Anschlagsstück erreicht hast. Und so geht es immer so weiter, gerade bei langen Teilen, habe ich ja schon gesagt. Und was das Gute ist, dieser Anschlag ist ein bisschen dehnbar, deswegen habe ich ihn flexibel genannt. Und wenn du auf die Rückseite schaust, wenn was angehäkelt werden muss, es hat auch eine hübsche Kante, wo du schön die Maschen findest. Und ich hoffe, ich habe dir damit helfen können. Vielen Dank, auf Wiederhören.